Jungblut ist ein Pokémon mit den Typen Feuer und Kampf, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Flamni, welches sich dann später zu Jungblut und dann zu Lobok weiterentwickeln kann. Seine Vorstufe Flamni ist neben Gekabor und Hydropi eines der Starter-Pokémon aus der Höllenregion, für das man sich in Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, Omega Rubin und Alpha Saphir entscheiden kann. Jungblut ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und hühnerähnliches Pokémon, das hauptsächlich gelb und orange-rot auftritt. Der Unterleib färbt sich dabei orange-rot, gleiches gilt für den Schwanz und die Oberschenkel. Das Gefieder am Kopf, Hals, Armen und Oberkörper ist dagegen gelb gefärbt. Beine und Füße sind grau und die Krallen an den Händen und Füßen sind weiß. Das Pokémon besitzt einen schlanken, durchtrainierten Körper. Der Kopf ist vergleichsweise schmal und trägt einen auffälligen, orange-roten Kopfschmuck aus drei breiten Federn. Dieser ist bei männlichen Exemplaren stärker ausgeprägt als bei Weibchen. Das Gesicht setzt sich aus den an den Seiten liegenden Augen mit roter Lederhaut und einem kleinen Schnabel zusammen. Die langen Arme sind an den Händen mit drei langen Krallen bewaffnet. Das Pokémon verfügt über äußerst durchtrainierte Oberschenkel und einen breiten, wenn auch kurzen Schwanz. Es steht auf kräftigen, krallenbewehrten Füßen und in seiner Scheinform erscheint Jungblut insgesamt etwas heller. Die Augen färben sich dunkelrot. Jungblut punktet sowohl mit hohem Angriff als auch mit hohem Spezialangriff und greift Gegner mit physischen Attacken des Typs Kampf an, indem er seine mächtigen Beine zu kraftvollen vernichtenden Tritten ausholt und Attacken wie Doppelkick einsetzt. Es ist dazu fähig, 10 Tritte pro Sekunde auszuführen. In seinem Körper befinden sich glühend heiße Flammen, welches im Kampf aus seinem Schnabel stößt, um durch Feuerattacken wie Flammenblitz Schaden anzurichten. Es hat einen unbändigen Kampfeswillen, welcher ihn dazu veranlasst weiterzukämpfen, bis der Gegner aufgibt und schüchtert diesen ein, indem es schrille Schreie von sich gibt. Wie alle Feuerstarter-Pokémon ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Feuersäulen zu erlernen. In Kombination mit Pflanzensäulen erleidet jedes gegnerische am Kampf teilnehmende Pokémon 4 Runden lang ein Achtel seiner maximalen Kraftpunkte als Schaden. Wenn Feuersäulen mit Wassersäulen kombiniert wird, wird die Wahrscheinlichkeit für Zweiteffekte 4 Runden lang erhöht. Ebenfalls zeigte sich mit den Feuerstartern die Fähigkeit Großbrand. Besitzt ein Pokémon mit Großbrand nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke eigener Feuerattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Und seine versteckte Fähigkeit ist der Temposchub. Temposchub erhöht die Initiative des Pokémon nach jeder Runde um eine Stufe. Die Initiative kann nicht weiter steigen, wenn bereits der Maximalwert erreicht wurde. Und es wirkt nicht in der Runde, in der das Pokémon eingewechselt wird. Jungblut läuft gerne über Felder und Berge, um seine Beine und Oberschenkel zu trainieren. Es ist zu einem Geschrei fähig, welches für andere Pokémon sehr laut und verwirrend sein kann. Das tut Jungblut, um seine Konzentration zu steigern. Dabei ist Jungblut der zweite Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe. Es entwickelt sich aus Flamni und kann sich selbst wiederum zu Logok und der zu einem Mega-Logok entwickeln. Während Flamni vom Typ Feuer ist, erhält Jungblut zusätzlich den Typen Kampf, welcher von der zweiten Stufe Logok beibehalten wird. Auch optisch macht sich der zusätzliche Typ bemerkbar. Das Basis-Pokémon Flamni besitzt mit einer Größe von 40 cm und einem zierlich erscheinenden Körper keinerlei Merkmale, welche es bedrohlich wirken lassen. Jungblut und Logok jedoch haben im Vergleich zu Flamni längere Arme und Beine, welche den Körperbau menschlicher aussehen lassen und es den Pokémon ermöglichen, Kampfbewegungen auszuführen. Ebenfalls sind Jungblut mit 0,9 Metern und Logok mit 1,9 Metern deutlich größer als Flamni. Wie bei allen regulären Starter-Pokémon wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Flamni zu Jungblut bei Erreichen von mindestens Level 16 und von Jungblut zu Logok bei Level 36 ausgelöst, die Mega-Entwicklung durch einen Logok-Need. Mit seinem zusätzlichen Typen Kampf zum Typ Feuer nimmt es Viertelschaden gegen Käferattacken, halben Schaden gegen Pflanzen, Feuer, Eis, Unlicht- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Wasser, Boden, Flug- und Psychoattacken und der Rest macht normalen Schaden.